Da, Bro, Bashallah, was Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Far Cry 4. Heute. Was ist das? Schauen wir hier mal hin. Wir haben neue Waffen freigeschalten. Finde ich gut, finde ich sehr gut. Wir können jetzt, glaube ich, auch AK-47, wir können jetzt zwei Waffen oder so tragen. Nitro vergleichen. Und zwar will ich sehen, wo. Okay, nee, wir haben nur zwei. Das würde ich sogar so lassen. Nur mal zum Check, so zum Checken. Das ist teuer, das nehmen wir jetzt nicht. Wirst du auch nicht. Ich bin nämlich weg. So, dann gehen wir mal zu diesem Missionshaus hier rein. Ich würde da jetzt nicht reingehen wollen. Worüber streiten Sie sich überhaupt? Paganmins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Für Amita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Zerbal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Und wie lange streiten Sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und ihre Positionen ändern sich nie. Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale, oder? Danke, dass du uns hilfst. Alle hier wissen das zu schätzen. Ich schulde dem Goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ich glaub schon. Oder nicht? Du schuldest Pyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Saban auflösen. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Gut, was ist jetzt? Entscheidungen. Machtverhältnismissionen sind äußerst wichtig für den goldenen Pfad, aber Amita und Sabal unterschiedliche Ziele. Sprich mit beiden Anführern und wähle, wen von ihnen unterstützt. Seine Entscheidung wird einer gänzlich unterschiedlichen Mission führen. Auf diese Weise sagst du auch in den Missionen für neue Missionsziele und bestimmst, wer bis zur nächsten Machtverhältnismission Anführer des goldenen Pfades ist. Ich? Also, sie will die Informationen haben. Sprechen wir mal mit ihr. Amita, ich besorge die Infos. Okay. Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff und dann kam Banapur, aber das überzeugt mich nicht. Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht. Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also pass gut auf. Alles klar. Ich dachte, ich muss mit beiden sprechen, aber da das anscheinend nicht so ist. Fahre ich jetzt eigentlich hin? Wir sind nicht zu stoppen, hier ist der Sender von Skyward. Habt ihr schon von den Höhlen gehört? Wir fliegen mit, wir nehmen das Ding hier. Ja. Ich bin.
Ich bin frei, Motherfucker. Wow, wow. Wow. Oh. Nein. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Scheiße. Wir fahren mit dem Auto. Wir fahren mit dem scheiß Auto. Ich glaube, das wäre die beste Entscheidung. Ich wollte sinken, aber Viereck halten ist aussteigen. Sehr professionell. Mich nie wiedersehen. Wirst du auch nicht. Tschüss. Wir nehmen diesmal das Auto. Und wir fahren. Oh, Adler. Ja, cool. Haben wir schon gelesen. Glaube ich. So, dann fahren wir mal dahin. Wir fahren dahin, ne? Hier so. Wir müssen hier lang. Dann hier durch. What? Immer das gleiche. Wir nehmen das Ding hier. What the fuck? Das Schwein mit Verhaltensstörungen. Wir fahren jetzt aber den Weg entlang. Und wir fahren immer schön niedrig. Weil ich kann mir schon vorstellen, warum wir abgestürzt sind. Ich sehe meine Füße. Ich weiß ja nicht, ob ich mit dem Ding fliegen würde. Wohl eher nicht. Wow. Ist das? Nein. Ist das das? Nein, ist nicht. Ja, cool. Brauche ich jetzt nicht. Hallo. Zerhackt die Blätter. Hör. So. Also wir werden noch Koop spielen, aber Koop spielen wir erst, wenn ich die Story durch habe. Also voraussichtlich. Wow. Werde ich hier beschossen? Jetzt schon? Jäger. Leise und tödlich. Scheiße. Also genau das Gegenteil von mir. Laut. Ja, die werden das Lager hier überfallen haben, stelle ich mir mal vor. Oh, da liegt ein Blümchen. Ich könnte, wenn ich wollte, auch leise sein. Aber dann wäre das Spiel nicht so cool. Hier liegen Wölfe. Hier liegt ein Fisch.
Das muss schmerzhaft sein. Aufklärungsdaten. Infos gefunden. Soll wir beeilen uns mal hier wieder raufzukommen? Da sehe ich schon einen Typen. Wir spielen Jäger. Wo sind deine Freunde? Du willst spielen? Shit, die sind tödlich. Oh, ich hatte die unterschätzt. Alles klar, normal sollte ich nicht so oft sterben. Ich wollte eigentlich mit dem spielen, also so. Ich höre schon wieder Schüsse. Junge, die sind echt leise. Wir brauchen Rüstung. Wir brauchen Rüsti. Wir haben so gut wie keine Rüstung mehr. Also wir haben so extrem wenig Leben. Und die ziehen uns ja einen ganzen Balken ab. Das ist ja schon... Fähigkeiten. Ich habe E3, also mache ich das mal. So, jetzt haben wir 4. Jetzt können wir ein bisschen mehr mit denen mitreden. Ich sehe schon wieder einen. Wir machen aber auch Bogen. Wer ist der bessere Schütze? Jäger oder Horobus? Fick dich mit deinen Feuerpfeilen. Kopfschuss. Hör ich hier Wölfe? Hör ich hier... Fuck you! Ah. Halt, stopp! Böse, aus! Aus! Ich habe mich nicht beenden für diese Folge. Weil mein Timer ist weg, jetzt weiß ich nicht, wann das ist. Aber ich sage jetzt schon mal Tschüss und wenn die Aufnahme vorbei ist, dann ist es vorbei, kann ich nichts machen. So, Tschüss. Und weiter geht's. Der hat Info, oder? Aufklärungsdaten hier, ja. Munition. Der wird sie haben wahrscheinlich. Der. Nein. So, okay, alles klar. Aufklärungsdaten. Alles klar. Amita, ich hab die Infos. Okay, AJ, jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. So, jetzt verabschiede ich mich. Tschüss.